Normalerweise stehe ich persönlich Buchverfilmungen relativ kritisch gegenüber. Nicht unbedingt deshalb, wenn die Handlung anders ist als das Buch, das dürfen sie nämlich durchaus sein, sondern vielmehr dann, wenn die Kernpunkte, die Atmosphäre, das, was das Buch so gut gemacht hat, im Film nicht rüberkommt. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das Paradebeispiel für den Fall, den ich jetzt vor dem Intro beschrieben habe, ist meiner Meinung nach immer noch S, denn da fand ich das Buch so richtig, 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 richtig gut und den Film blöd, weil er nicht nur von der Handlung einfach ein bisschen anders war als das Buch, sondern eben die Kernpunkte, die Tiefgründigkeit, die Atmosphäre aus dem Buch eben nicht rübergebracht hat. Mittlerweile finde ich die Filme als Filme ganz gut, aber sie haben halt irgendwie nur sehr wenig bis gar nichts mit dem Buch gemein und das finde ich sehr schade. Anders ist es bei The Green Mile. The Green Mile habe ich Anfang dieses Jahres 2020 gelesen und fand es ein so, so schönes und irgendwie auch sehr trauriges Buch, aber auch ein richtig, richtig gutes Buch, welches ich mittlerweile wirklich als eines meiner Lieblingsbücher von Stephen King bezeichnen würde, einfach weil es so tiefgründig auch ist und es ist so eine traurige und schöne Geschichte und die Charaktere, die dort vorkommen, sind so vielschichtig. Man lernt plötzlich Leute kennen, die man nie gedacht hätte, dass man sie lieben lernen würde. Es spielt zu 95% auf einem Todestrakt in einem Gefängnis, der immer nur The Green Mile, die grüne Meile genannt wird, wo eben jetzt Leute eingesperrt sind, die hingerichtet werden sollen auf dem elektrischen Stuhl. Und da lernen wir dann zum Beispiel den Delacroix kennen, der ein Mörder ist, ein brutaler Mörder, den man erstmal natürlich hasst, aber den man immer mehr lieben lernt, wie so ein kleines Kind im Grunde ein bisschen. Immer mal wieder hat man wegen irgendwelchen Geschehnissen Tränen in den Augen oder dann doch auch mal ein Lächeln auf den Lippen. Da spielt auch eine gewisse Maus eine wichtige Rolle, die plötzlich auf der grünen Meile, auf der Green Mile auftaucht und irgendwie für das ein oder andere Schmunzeln oder auch irgendwie die ein oder andere Träne sorgt. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch den John Coffey, der irgendwie auch die Hauptfigur von dem Buch ist, der auch wegen einer sehr brutalen Tat dort eingesperrt ist und hingerichtet werden soll, den man aber auch durch die ein oder andere Wendung während des Buches immer mehr lieben lernt, weil man durch ihn lernt, dass Menschen mehr als ihre Taten sind, wegen denen sie im Gefängnis sind, dass Menschen vielschichtig sind. Man darf einen Menschen nie wegen einer Seite, die er hat, beurteilen. The Green Mile ist eine sehr traurige, aber irgendwie auch eine sehr schöne Geschichte, bei der man sehr häufig Tränen in den Augen hat, aber auch das ein oder andere Schmunzeln nicht verheimlichen kann. Es ist aus der Ich-Perspektive von Paul Edgecombe geschrieben, der eben die ganze Geschichte Jahre später erzählt, als er im Altenheim ist und das seiner Freundin eben erzählt, was damals auf der Green Mile eben passiert ist. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Buch, das ich bestimmt in ein paar Jahren irgendwann nochmal lesen werde, wenn ich die Geschichte nicht mehr so präsent im Kopf habe. Die Verfilmung des Buches habe ich ungefähr ein halbes Jahr nach dem Lesen des Buches angeschaut auf Netflix. Tom Hanks ist in der Hauptrolle und der Film hat einfach eine Laufzeit von sage und schreibe 3 Stunden. Und ich runde hier nicht auf, es sind wirklich 3 Stunden. Und das ist aber nicht viel zu lang. Es ist genau richtig. Es ist keine Minute zu lang. Er ist wirklich jede Minute wert und das finde ich ziemlich cool gemacht. Die Handlung ist im Film tatsächlich sehr ähnlich wie im Buch. Die Rahmenhandlung war ein bisschen anders aufgezogen als im Buch, aber sonst ist es tatsächlich ziemlich ähnlich. Was ich aber eben so gut an diesem Film fand, war, dass er sich trotzdem einiger anderer, neuer, filmischer Stilmittel bedient hat. Und das ist immer, finde ich, ein bisschen die Krux beim Buchverfilmungen machen, denn einerseits willst du natürlich die Handlung und die Stimmung und die Atmosphäre aus dem Buch rüberbringen, aber du hast natürlich ein ganz anderes Modell des Geschichteerzählens im Film, weil Film und Buch sind einfach 2 komplett andere Medien. Im Buch hast du jetzt mal einfach gesagt nicht dieses 3-Akte-Modell, wie du es beim Film hast. Da kannst du mal sehr vereinfacht gesagt freie Schnauze erzählen und im Film hast du ganz andere Möglichkeiten und Begrenzungen von einer Laufzeit oder sonst was und da hat er die Möglichkeiten aber auch sehr gut genutzt. Soundeffekte, Bildeffekte, Musik, die einfach die Elemente aus dem Buch nochmal anders dargestellt haben und anders interpretiert haben. Da gibt es dann Dinge, die aus dem Buch eben dargestellt werden, aber durch Visual Effects, Special Effects
nochmal ganz anders aufgezogen werden. Und das hat der Film eben richtig, richtig gut gemacht. Kurz gesagt kann ich sagen, dass dieser Film alles richtig gemacht hat, was eine Verfilmung meiner Meinung nach können muss. Eben die Handlung und die Stimmung und die Atmosphäre eines Buches rüberbringen und trotzdem aber sich auch die Freiheit erlauben, einige filmische Stilmittel zu nutzen, um noch eine eigene Interpretationsnote dazu zu geben, sodass ich mich letztendlich dann sehr an die Emotionen und die Gefühle zurückerinnert habe, die ich eben beim Lesen des Buches hatte, aber dennoch eine neue Erfahrung gemacht habe beim Schauen des Filmes, weil einfach das Medium Film nochmal ganz anders ist als das Medium Buch. Und deswegen kann ich euch sowohl das Buch als auch den Film durchaus empfehlen. Mein Tipp ist allerdings noch, wenn ihr jetzt das Buch lest, dann wartet, bis ihr den Film schaut. Denn wenn ihr noch ungefähr ein halbes Jahr nach dem Buch wartet, bis ihr den Film anschaut, dann wird dieser Effekt, den ich beschrieben habe, dass ihr euch an die Emotionen und die Gefühle zurückerinnert, die ihr beim Lesen des Buches hattet, noch größer, als wenn ihr eben das Buch auslest und dann direkt den Film schaut. Das war jetzt noch mein Tipp an euch und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Lesen und viel Spaß beim Film anschauen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr zum Thema Buchverfilmungen steht, ob ihr irgendwie Beispiele habt, wo es euch ähnlich geht wie mir. Und dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung und wenn ihr mehr Buchvorstellungen oder solche Videos dieser Art eben sehen wollt, dann klickt doch auf Abonnieren und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch wirklich immer benachrichtigt werdet, wenn ein Video von mir kommt. Und dann würde ich sagen, war's das von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.